Hallo liebe Freunde der Panzerei, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Nach dem großen Erfolg meiner Videos, in denen ich einige optische Besonderheiten außen an russischen Panzern erklärt habe, möchte ich diese Serie mit diesem Video fortsetzen. Und zwar heute mit der Frage, was das denn für komische Metallklötze, Metallblöcke außen an russischen Panzern sind. Ich sag's gleich, die gibt's nicht nur an russischen Panzern, aber ich denke, den meisten Leuten sind sie jetzt zum ersten Mal aufgefallen, eben an Bildern aus dem Ukraine-Krieg. Das Ganze wird jetzt so ablaufen, dass ich in diesem Video hier so schnell wie möglich, so kurz wie mir möglich erkläre, was das für Blöcke sind und wozu sie dienen. Und dann werde ich ein zweites Video noch machen, das deutlich länger ist, in dem ich nochmal auf die Geschichte dieser Dinger eingehe, auf die Funktionsweise, darauf, was für verschiedene Arten es gibt und so weiter. Also ich werde jetzt einmal eine Version machen, dieses Video, für die Leute, die etwas weniger Interesse haben, die vielleicht auch eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne haben. Und dann nochmal eine längere Version, wahrscheinlich nächste Woche, nachreichen, die dann mehr für die Nietenzähler ist. Sobald dieses zweite Video hochgeladen ist, werdet ihr es jetzt hier oben in der Infobox sehen oder auch einen Link dazu in der Videobeschreibung unter dem Video. Ein Teil der Einnahmen dieses Videos wird auch wieder, wie schon letzten Monat bei einigen anderen Videos, an die Ukraine gespendet werden. Los geht's mit diesem Video. Also was sind das nun für Metallklötze an diesen Panzern? Bei diesen Metallklötzen handelt es sich um Reaktivpanzerung oder genauer explosive Reaktivpanzerung. Das ist eine Art von Zusatzpanzerung, die man an einem Panzer anbringen kann, oft in Form von rechteckigen Metallklötzen. Dabei gibt es verschiedene Systeme, manche kann man einfach nachträglich an den Panzer anbringen, wie zum Beispiel die sowjetische Kontakt 1. Explosive Reaktivpanzerung oder aber auch später wurden dann solche Systeme teilweise schon bei der Entwicklung von Fahrzeugen berücksichtigt oder bei der Fortentwicklung von Fahrzeugen berücksichtigt und die sind dann mehr mit der eigentlichen Panzerung verbunden oder da fest in das Schutzkonzept eingebaut, wie zum Beispiel die sowjetische Kontakt 5 explosive Reaktivpanzerung. Reaktivpanzerung, explosive Reaktivpanzerung richteten sich am Anfang hauptsächlich gegen die Bedrohung durch Hohlladungsgeschosse, wie sie zum Beispiel die französisch-deutsche, deutsch-französische Milan auch heute ja noch einsetzt. Ein Hohlladungssprengkopf durchschlägt eine Panzerung eines Panzers, indem er durch einen Explosivstoff, durch einen Sprengstoff, einen metallenen sogenannten Liner so verformt, dass er einen Stachel bildet, einen Hohlladungsstachel, der sich dann sehr, sehr schnell durch die Panzerung eines Panzers durchdrückt. Wie das genau funktioniert, habe ich in einiger Breite in diesem Video erklärt, was ihr auch hier in der Infobox findet, Link dazu oder auch in der Beschreibung. Da Hohlladungssprengköpfe im Verhältnis sehr viel von dem damals klassischen, im Kalten Krieg noch lange klassischen homogenen Panzerstahl durchschlagen konnten, also dem klassischen Panzerstahl, den ein Panzer hatte, hat man natürlich damals nach Wegen gesucht, um möglichst Panzer besser gegen diese Sprengköpfe schützen zu können. Eine Lösung davon war dann eben die explosive Reaktivpanzerung. Das funktioniert dann so. Der Hohlladungssprengkopf trifft auf den Panzer auf. Er wird ausgelöst und der Hohlladungsstrahl bildet sich. Dieser Hohlladungsstrahl dringt dann in das Reaktivpanzerungselement ein und löst den Sprengstoff darin aus. Dadurch gibt es eine Explosion und die beiden Metallplatten werden nach außen getrieben. Und das nicht rechtwinklig zum Hohlladungsstrahl, sondern in einem Winkel. Welcher Winkel das ist und welcher optimal ist, das hängt von dem Hohlladungssprengkopf und von dem Typ der Reaktivpanzerung ab. Durch diese Bewegung dieser Metallplatten wird der Hohlladungsstrahl, der ja da durch muss, in seiner Ausbildung gestört. Er muss nämlich immer wieder durch neues Material durch, und zwar auf beiden Seiten, ne? Weil beide Platten ja in seinem Weg liegen und dort rumfliegen. Dadurch kann es sein oder sollte es so sein, wenn es funktioniert, dass der Hohlladungsstrahl zerstückelt wird und oder abgelenkt wird. Das heißt, dass der Hohlladungsstrahl, wenn er dann bei der eigentlichen Panzerung hinter diesem Block ankommt, weniger Durchschlagsleistung hat. Wie stark die Reduktion dieser Durchschlagsleistung ist, das hängt natürlich vom Typ der Reaktivpanzerung und vom Typ des Hohlladungssprengkopfes ab. Zum Beispiel bei Kontakt 1 wird von bis zu 90% in einigen Quellen gesprochen.
Nachteile von solchen Reaktivpanzerungen sind unter anderem, dass es natürlich auch mittlerweile Sprengköpfe gibt, die dazu gemacht sind, zuerst das auszulösen und dann ein zweiter Tandem-Hohlladungssprengkopf schlägt dann durch die eigene Panzerung und so weiter. Natürlich, ne, das Pendel, Angriff und Verteidigung schlägt immer weiter. Ein anderer Nachteil ist, dass dieses eine Element, was einen Punkt vielleicht schützt, sobald es explodiert ist, auch wenn es Erfolg hat, natürlich eine Schwachstelle an dieser Stelle hinterlässt. Es kann auch sein bei manchen Typen, dass durch einen Treffer gleich mehrere von diesen Elementen ausgelöst werden. Das heißt, es dann auch ein größeres Areal auf dem Panzer nicht mehr geschützt ist. Außerdem kann es natürlich auch sein, durch diese Explosion und durch die herumfliegenden Platten, dass eigene Kräfte oder auch vielleicht auch der eigene Panzer durch die Explosion dieses eigentlich schützenden Elements ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen werden könnten. Natürlich gab und gibt es deswegen auch Weiterentwicklungen dieser Technologie. Es gibt andere Technologien, die aufgrund dieser Nachteile entwickelt wurden, die eben diese Nachteile nicht haben sollten. Aber all diese Themen und wie sich das alles entwickelt hat, darüber werde ich dann in meinem nächsten Video sprechen. Wie gesagt, in meinem zweiten Video gehe ich nochmal viel mehr auf das Thema ein, spreche auch über andere Arten von explosiver Reaktivpanzerungen und auch nicht explosiver Reaktivpanzerung und noch ein paar anderen Sachen. Ich werde so schnell wie möglich versuchen, das zu recherchieren und fertig zu machen, das Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch auch schon gefallen. Und wenn ihr die Wartezeit überbrücken wollt, dann gibt es auch noch genug andere Videos, die ich gemacht habe zu Panzern und vielleicht auch ein paar anderen historischen Themen, die man sich bis dahin schon anschauen kann. So, mir bleibt heute nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.